Schwein. Oh, Schwein. Er hat nicht das gemacht, was er sollte. Er ist da hinten jetzt auf dem anderen Busch hängen geblieben, wo ich eigentlich gedacht habe, dass er da reinfällt. Machen wir da noch mal extra Arbeit. So, wollen wir von hier anfangen? Dann packen wir das da hin. Das Holz wird deswegen dahin gestapelt, damit der LKW es besser packen kann. Wenn alles kreuz und quer liegen würde, dann müsste der LKW-Fahrer, der würde da oben drauf stehen und würde sich versuchen, alles mit dem Greifer zusammenzustapeln. Und so haben wir das da schnell hingezogen auf dem Haufen und dann kann er das aufladen. Ist für ihn einfacher. So. Ein Kollege kommt den beiden Straßenmeistern zu Hilfe. Mit einem LKW vom Betriebshof. Willst du zuerst das Dickholz aufladen oder erst die Sträucher unten runter? Dann lädst du erstmal diesen Haufen auf. Dann müssen wir mal gucken, ob wir den da hinten noch aus der Böschung ein bisschen rausgezogen kriegen, ob du da dran kommst. Ja. Alles klar. Da mache ich jetzt den Strick erstmal hier durch mit dem Boot. So. Und mit der Verlängerung hier. Dass wir den nur aus den Büschen rausziehen. So, ist gut. Warte. Weißt du, sonst beim Zumachen geht er dann runter. Spektakulär. Die Gefahr ist jetzt beseitigt, dadurch, dass der Baum aufgearbeitet ist. Wenn die Sträucher noch alle weg sind, dann ist alles in Ordnung. So. Schon wieder bald zu warm für die Motorsäge, ey. Für die Motorsäge ist zu warm. Oh. Sein Pullover noch unter. Ja, gestern hat er ja nur T-Shirt angehabt. Ja. Naja, was willst du machen? Ja, bei den einen Arbeiten stehst du draußen und da geht der Wind, dann frierst du auf einmal, weil du dich nicht so körperlich bewegst. Hier bewegst du dich körperlich, Böschung rauf, Böschung runter. Da kommst du natürlich ganz schnell in den Schwitzen. Ja. Ist nun mal leider so. Aber was wollen wir machen? Ich lasse es erstmal an, wer weiß, was noch kommt, ne? Ja, wer weiß, was noch kommt. Aus Sicherheitsgründen müssen die Straßenmeister den Schwenkbereich des Krans freihalten. Erst nachdem alle Äste verladen sind, können sie die Kettensäge wieder anschmeißen. Ich muss sie noch mal nachschneiden, damit man hinterher, wenn der blinkt oder so, damit man das alles unten sieht und dass das nicht zu weit raushängt. Darf ja auch höchstens einen Meter nach hinten raushängen, sonst muss man wieder eine Fahne dran machen. Die paar Äste und das Laub oder was jetzt da hier auf der Straße gefallen ist, das puste ich jetzt einfach weg. Früher haben wir einen Besen genommen, heute haben wir so ein Gerät. Das kann ja nass werden und schmierig werden, wenn man es einfach liegen lässt. Das macht man nicht. Man macht schon sauber und dann fühlt man sich doch sicherer. Mario Kindler geht ein paar Meter weiter in eine Parkbucht. Vor ein paar Tagen war ihm hier etwas negativ aufgefallen. Ich habe den LKW am Montag beim Streckefahren bemerkt, dass er da steht. Und heute, wo wir da den Baum aufgearbeitet haben, habe ich gesehen, dass der LKW immer da noch steht. Und deswegen will ich da noch hingehen und will ihn noch mal gutachten, ob er da irgendeinen Schaden gemacht hat. So, hier kann man jetzt schon mal ganz schön sehen, der LKW ist da reingefahren. Und hat hier schon eine richtige Fahrspur reingelegt. Und das darf so nicht sein. Die haben da eigentlich gar nicht zu fahren, so an der Seite. Und wenn man da auf den LKW noch mal genau guckt, auf der anderen Seite vom LKW sieht man, dass die Fahrzeuge da vorbeifahren
und auch schon da eine Fahrspur machen, weil der LKW eben da steht. Das ist so nicht gewollt. Da bleibt das Wasser drin stehen, wird weich alles und dadurch kann die Straße auch dann Schaden von nehmen. Und der Graben, dadurch, dass das von dem LKW so rübergedrückt wird, wird der Graben zugedrückt. Und dann läuft das Wasser auch nicht mehr im Graben ab. Und deswegen, das muss dann alles wieder repariert werden, wenn der LKW da raus ist. Mario? Ja? Oh ja, danke, dass du das mitgebracht hast. Kann ich noch ein paar Fehler machen. Ja. Diesen LKW habe ich dokumentiert so, damit man schön sehen kann, dass er so weit ins Bankett reingefahren ist, dass er das alles verdrückt hat, dass wir ihn das nachher, wenn es wieder repariert wird, in Rechnung stellen können. Ja, weil sonst muss es ja der Steuerzahler zahlen. Und der soll es ja nicht sein, weil der ist ja nicht Verursacher. So, jetzt machen wir die Fahrspur noch zu. Es ist natürlich bei so viel Regen, da ist es natürlich auch alles weich. Ne? So, das war's. Die Straßenmeister fahren weiter zur Kreisstraße 641 bei Heckenbeck. Hier hat jemand ein Verkehrsschild geklaut. Ja, dann steigen wir aus. Und dann hier gehört ein 30 km/h Schild dran. Und das haben sie uns wahrscheinlich geklaut, weil jemand wohl 30 geworden ist. 30, 40, 50er runde Geburtstage nimmt man immer gerne. Frank, du musst noch mal vor, du musst ein bisschen dichter rein. Gut. Alter, stell dir erstmal runter. Ja. Brauche ich das dann auch noch mal, weil ich die unteren Nähe auch nicht. Können wir von oben rüber stecken, denn auch. Ach so. Vielleicht haben wir auch noch eine Kappe. Ja. Ach, jetzt eine Schraube. Ich habe hier noch eine, aber ich weiß nicht, ob die lang genug ist. Wir schrauben jetzt hier Schellen an, wo wir dann das 30er Schild da reinklemmen, damit wir das wieder so zu sehen ist. Okay. Oh. So. Ich gucke mal, wegen Einrich aufdreht. Das müsste. Das mache ich unten erstmal. Oh, da komm ich, mach's hier. Und normalerweise kann man das Schild jetzt nicht so einfach wegnehmen. Dann braucht man schon einen Schraubschlüssel oder sowas. Und wer kommt hier nachts her und klaut so ein Schild? Das ist eigentlich ein schwerer Eingriff in den Straßenverkehr. Weil ein Fremder, der hier sich nicht auskennt, weiß ja nicht, dass hier nur 30 gefahren werden darf. Ne? Sondern der fährt jetzt hier mit seinen 70 oder 100 fährt, der kann der jetzt hier weiterfahren. Und da hier spielende Kinder sind, ist das natürlich eine ganz, ganz gefährliche Sache. Übrigens, Verkehrsschilder gibt es bereits für 20 Euro ganz legal im Internet zu kaufen. Mario Kindler und Frank Hillebrecht-Falk sind für heute fertig und fahren zurück zum Betriebshof.